Dein Filmchen. Hallo, ich bin der Bodo, ich bin jetzt 10 Monate. Ja, pass auf, jetzt wirst du lachen. Ab Monat 8, also das ist jetzt 10 Monate, ab Monat 8 fing er an, so ein bisschen langsamer zu wachsen. Also da hat er nur noch 2 Kilo zugenommen. Und von Monat 9 auf 10 hat er kein Gramm zugenommen. Also er hat so eine Art Wachstumspause gerade. Vielleicht bleibt er auch so klein, kann ich mir aber nicht vorstellen. 10 Monate, die wachsen ja 20, 22, 24 Monate. Vielleicht ist das nur so ein Päuschen, was er einlegt. Ich bin jetzt 10 Monate und bin ein Rüpel und möchte gerne den Kameramann fressen. Ja, gehen wir mal spazieren hier, wa, würde ich sagen. Tja, ihr kennt den ja noch, da war er 4 Monate. Da war ich im Clever Fit Schmentintal, da haben wir mal ein Video gedreht. Hat genau 50 Kilo und eigentlich sollten noch 20 Kilo jetzt kommen, aber das sehe ich noch nicht so. 60, 65 kriegt, dann ist das viel. Dann werden wir mal ein bisschen auf eure Fragen eingehen, ja, wa? So, wie viele Hunde hattest du? Was waren es für Rassen? Und zwar hatte ich, als kleines Kind hatte ich irgendeinen Mischling, den haben wir mal gefunden. Oder den hat mein Vater mal im Tagebau gefunden irgendwie, keine Ahnung, was das war, Trixi. Meine eigenen Hunde dann, also die ich nur für mich hatte, war mein Pitbull Victor, den hatte ich 15 Jahre lang. Victor war auch der Hund, den ich hier auf der Brust trage, habe ich mir rauftätowieren lassen dann. Der war schon einzigartig vom Charakter her, ganz gerades Wesen gehabt. Der war geil, der war richtig gut. Danach, mein Hund, den ich danach hatte, war ein Dogo Canario, der auch Bodo hieß. Ist leider nur 3 Jahre alt geworden, die Story kennen viele von euch. Haben die Cops erschossen bei der Hausdurchsuchung. War eine unschöne Sache. Das war die Zeit, wo ich einen Tag vorher ins Krankenhaus gekommen bin, wegen meinem Unfall. Miese Geschichte dazu, will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Danach hatte ich auch einen Dogo Canario, meinen Tiger, den hatte ich 13 Jahre. Ein Apparat von einem Tier, ja, der war schon sehr speziell, da musste ich schon, also war ein richtiger Wachhund, ne? Also der hat auch keine Gefangenen gemacht. Ja, und jetzt habe ich halt den Bodo. In seinem Hundewald, wo er ist, ist er der King, war ja nicht anders zu erwarten. Also passt auf seine Homies auf. Wenn da ein Fremder reinkommt, der wird dann erstmal begutachtet, macht der Faxen, gibt's ins Maul und dann wird aber, wenn es geklärt ist, gespielt. Ne? Also soziale Verhalten ist wirklich 1A. Kann ich nicht anders sagen. Also bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja, so mit dem Hören, das, was ich ihm beibringe, das kann ich abrufen. Ich bringe ihm nicht sehr viel bei, muss ich ehrlich sagen, weil da teilen sich zwar die Meinungen, die einen sagen, ja, Gehorsam hier und Unterordnung. Das ist auch alles richtig. Ich ordne ihn unter, er steht komplett unter mir. Aber ich will immer noch, dass die Hund bleiben, die Jungs, und nicht so hirntote, ferngesteuerte Affen sind, die Purzelbäume machen auf Kommando und mach mal auf tot und mach mal Rolle links und rechts. Da hat jeder so seine Philosophie, das müssen meine Hunde nicht können. Er soll sich ganz normal entwickeln, er ist sehr, sehr verspielt nach wie vor. Gut, 10 Monate ist klar. Aber er ist jetzt in der Pubertät zum Rüpelalter, also ich muss schon so ein bisschen genauer hingucken hier und da. Ja, der ist jetzt voll in der Pubertät. Man merkt langsam, dass der Pimmel nicht nur zum Pissen da ist und will natürlich dann auch immer gerne alles dominieren. Manchmal ein bisschen anstrengend, manchmal auch nicht. Aber wie gesagt, bringt nach wie vor riesen Spaß mit ihm. Hier drehe ich auch meine Storys, wie er schon mitbekommen hat. Hundewald.
Aber es macht halt auch Spaß mit ihm. Ne? Ich verbringe nach wie vor viel Zeit mit ihm. Bin so meine 2,5, 3 Stunden draußen mit ihm am Tag. Also ich gehe 3-mal raus mit ihm. Die Zeit nehme ich mir auch, also stelle ich alles andere hinten an. Weil erstmal ist es für meinen Kopf gut. Weil wenn ich in den Hundewald fahre und selbst wenn keine Hunde da sind, keine anderen, dann kann man in den großen Wald gehen. Da ist so ein Ruheforst und da weiter hinten, da ist dann so ein eingezäunter Hundewald. Da kann man die frei laufen lassen. Da treffen wir dann uns mal mit seinen ganzen Kumpels, da spielen die. Das Schöne ist, Bodo beschäftigt sich auch selber. Also er läuft ja nicht so wie ein Idiot neben dir her, sondern der beschäftigt sich wirklich selber. Der pest da los, holt sich Stöcker, rennt kreuz quer, also freut sich des Lebens. Das macht natürlich Spaß, ihm dazu zu gucken. Und ich kann aber echt super entspannen. Also ich komme dann so von den ganzen Sachen weg. Wie viel Kilo wiegt er? Bodo hat jetzt genau 50 Kilo. Ne? Also wie gesagt, ich denke mal, wenn er sein Wachstumspäuschen beendet hat, wird da noch ein bisschen was dazukommen. Wie alt wurde dein ältester Hund? Wie gesagt, 15 Jahre, der Pitbull Victor. Ist Bodo noch Jungfrau? Ja, ist 10 Monate, ja, der ist noch Jungfrau. Also davon gehe ich mal aus. Weil er besteigt immer nur andere Rüden, weil er schwul ist, sondern weil er die dominieren will. Und Weibchen beißen ihn eh weg und das lässt er sich auch gefallen von denen. Also so, absolut. Das ist auch immer lustig zu Hause, wenn ich auf der Couch bin und dann mit Social Media Scheiß mache und so. Und man hängt ja, ihr wisst ja selber, wie oft man am Handy hängt und alles. Und dann stupst er das weg und will, dass ich mich mit ihm beschäftige, weil dann will er auch mal seine 5 Minuten haben. Das zu Recht natürlich. Ja, ist lustig. Er hat dann schon mitgekriegt, dass das kleine Scheißding hier irgendwie was Besonderes zu bedeuten hat und viel Zeit klaut von mir. Und dass ich da auch reinschreie teilweise und schimpfe mit dem Ding, wenn ich mal jemanden anrufe und so eine Sachen halt. Welches Weh für Bodo? Ja, Hundeweh, Isolat, Casein. Wer isst mehr Eiweiß am Tag, du oder Bodo? Definitiv Bodo zurzeit. Also der isst viel mehr Fleisch wie ich. Wie bist du speziell auf die Rasse von Bodo gekommen? Sieht man ja nicht so häufig, Charakteristik. Ich habe die durch Zufall mal auf YouTube gesehen, irgendwann vor ein paar Jahren. Burbel, der wurde da vorgestellt und dann habe ich mir die Rasse mal angeguckt und habe mir mal so verschiedene Mastiffs und einfach mal so aus Interesse mal durchgeblättert. Und weil ich die Rasse nicht kannte und den aber schön fand, schöner, massiver, kompakter Hund, so bin ich halt auf die Rasse gekommen und habe mich dann aber auch erst damit beschäftigt, ein Jahr nachdem mein Tiger tot war, weil ich wollte eigentlich gar keinen Hund mehr haben, aber durch Corona, Langeweile und doch nicht ganz so viel zu tun, wie ich dachte, hatte ich dann ja, abends dann auch ein bisschen mehr Freizeit und habe ich nur blöde rumgesessen, dachte ich, dann kann ich auch mit dem Hund zusammen verbringen die Zeit. Und da habe ich mich dann wieder damit beschäftigt. Dann habe ich Silvester Bodo abgeholt und dann war er da. Everything changes, every which way. Bodo bekommt von mir Fleisch, da kaufe ich immer beim Schlachter Stichfleisch 1, nennt sich das bei dem, weil der hat so verschiedene Kategorien und Qualitäten. Letztes Mal habe ich voll in die Tonne gegriffen, habe ich 10 Kilo Scheiße gekauft, habe mich so geärgert, weil das einer nicht richtig die Bestellung durchgegeben hat. Weil man muss da mal online bestellen, weißt du, beim Schlachter. Und ich bin natürlich immer der den Termin verpennt, also die Deadline ist Mittwoch 12 Uhr und wenn du 5 nach 12 oder eine Minute nach 12 dann zählt das schon für die Woche drauf, also nicht mehr für diese Woche. Jedenfalls kriegt er Stichfleisch 1, also das ist aus dem Hals Muskelfleisch vom Rind. Davon kriegt er jeden zweiten Tag mindestens ein Kilo. Dann bekommt er jeden zweiten Tag noch 700 Gramm Pansen, weil der ist abgepackt in solchen Bechern. Gewaschener Pansen, damit mir die Bude nicht so voll stinkt. Also der ist dann so weiß und geschreddert schon, das ist ganz praktisch. Rinderbrustknochen, so einen größeren. Weil die sägen die zurecht, das ist die mittlere Größe, die ich da mal kaufe. Dann bekommt er halt noch Trockenfutter zusätzlich bei Bedarf. Also das frisst er jetzt nicht jeden Tag, aber wie gesagt, bei Bodo
das Phänomen ist, den kannst du geben, was du willst, aber nicht fett. Komm, wir können ja mal hier reinlatschen. Hier ist cool, da ist so ein Berg, so ein Hügel, das ist ja alles so für Mountainbiker so ein Areal. Und da oben ist ein Berg, da sind so irgendwelche Baue von irgendwelchen Tieren. Und da habe ich auch schon mal welche sitzen sehen, aber die waren dann so schnell verschwunden, ich konnte nicht genau erkennen, was es ist. Und das fand er dann natürlich total spannend hier, dass es hier so Viecher gibt. Und das eine Mal hat sogar ein abgenagter Rehbockschädel davor gelegen. So, also vielleicht sind das Marder, nicht Marder, Dachse oder irgend so eine oder Löwen und Hyänen, das weißt du schon genau, oder T-Rex. Es könnten auch Elefanten gewesen sein. Nee, weil hier ist relativ viel Pferdeverkehr, weil wir haben hier oben in Norddeutschland sowieso extrem viel Pferde, also Pferdekoppeln und Pferdeliebhaber und Reitsportleute und gehen hier und reiten hier und spazieren hier mit denen und so. Das ist schon ganz cool hier oben bei uns. War Bodochen? Das ist bestimmt ein Dachs, ne? Bodochen. Guck mal hier. Geh mal gucken. Ist da jemand drin? Ist da jemand zu Hause? Das ist die agilste Mastiff-Rasse, die es gibt, der Burbel. Mit dem kann ich 2 Stunden Hundewald gehen, da gibt er Vollgas. Dann ist er so ein bisschen Game Over. Na, Game Over ist eigentlich auch nicht. Dann ruht er sich aus und dann will er nach einer Viertelstunde mit mir sich weiter kloppen. Ja. Die spielen auch richtig krass übrigens zu Hause. Ne? Also, der gibt da Geräusche von sich, weil dann der zeigt so richtig so seine Freude aus. Der gibt da Geräusche, das hört sich wie tollwütig an, so ganz, also gar nicht wie ein Hund. So. Macht dann Vorwärtsrollen auf der Couch, der hin und her, kampelt mit mir. Ja, das macht richtig Spaß mit ihm. Zu sehen, wie er sich entwickelt, wie unsere Bindung wächst. Auf der Gehorsam, also er weiß, wenn ich sauer bin, dann zieht er schon einen Arsch ein, also die Ohren und den Schwanz. Und er weiß auch, wenn er was falsch gemacht hat. Also jetzt mit dem gebrochenen Deutsch, wie es hier steht. Der leckt an seinen Schwanz, Eier etc. dir danach Gesicht nicht gut. Aber das macht doch deine Braut bei dir auch. Und das ist dann auch okay für dich. Der leckt eigentlich kaum in meinem Gesicht. Außerdem scheiß drauf, wer einen Hund hat, der weiß, dass das so ist. Bin da nicht so zimperlich. Also, wie konntest du Hund und Bodybuilding, als du noch Profi warst, unter einen Hut bringen? Wie gesagt, der Viktor, der war relativ unkompliziert. Den konnte ich dann immer bei meiner Freundin lassen, wenn ich unterwegs war. Also wenn ich rüber musste nach Amiland oder so. Ansonsten mit dem Sport, ja, spazieren gehen. Gut, ich war jetzt nicht so viel draußen wie mit ihm hier. War eigentlich immer nur kurze Runden, aber es war okay. Weil ich bin der Meinung, ein Hund passt sich dir an, komplett. Wenn du wenig gehst mit ihm, ist es okay für ihn. Gehst du viel, musst du immer viel mit ihm gehen, weil er es nicht anders kennt. Das ging und mein Viktor haben sie alle geliebt. Das war ein total entspanntes Tier gewesen. Also das hat schon gepasst damals.